So denn, liebe Freunde, auf Twitch und auch, wenn ihr das als VOD seht, auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen Unboxing. Ich habe Kohle ausgegeben. Hier seht ihr schon, Stream Heroes. Falls ihr es nicht kennt, Stream Heroes ist eine Seite, könnt ihr mit eurem Twitch-Konto verknüpfen. Und wenn ihr bei Streamern zuguckt, dann erhaltet ihr dort Energie. Das ist die, ich nenne sie mal, Ingame-Währung. Mit dieser Energie könnt ihr, wenn die jeweiligen Twitch-Streamer das anbieten, Karten kaufen. Also so ein Kartenset besteht aus 5 Karten, die der Streamer selber festlegen kann. Und dann könnt ihr quasi sagen, alles klar, ich möchte mir jetzt für meine Energie diese virtuellen Karten kaufen, in Anführungszeichen. Bisher kostet es ja noch nichts. Bisher ist alles kostenlos. Das ist dann meistens so, es gibt, wie gesagt, 5 verschiedene Karten. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. Tier 1 kostet 6 Energie oder 5 Energie. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie unterscheiden kann, beziehungsweise selbst angeben kann. Und das heißt, für 5 Energie kriegt man eine Karte. Ein Energie wiederum kriegt man, wenn ich mich nicht ganz schwer irre, wenn man 5 Minuten einen Stream anguckt. Na, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie lange das dauert. Eine Tier 2 Karte dann wiederum, ne, bekommt man für 6 Tier 1 Karten. Das heißt, ihr müsst erst 6 Tier 1 Karten craften, also auf gut Deutsch im Streamer gucken, Energie sammeln und dann so viel Energie sammeln, dass ihr 6 Karten craften könnt von Tier 1. Und dann könnt ihr eine Tier 2 Karte herstellen. Für Tier 3 wiederum braucht ihr 6 Tier 2 Karten und immer so weiter. Kommt also ganz schön mal zusammen. Man muss ein bisschen zuschauen. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Karten bestellt, weil, und jetzt kommen wir zum Geld ausgeben, die Karten, die man gecraftet hat, kann man sich auch gegen Echtgeld bestellen. Falls ihr mir auf Twitch, ja, wäre auch schön, aber vor allen Dingen auch auf Twitter und Instagram folgt, habt ihr schon gesehen, ich habe mir von Trilux das Rapid-Lan Sonderheft gekauft. Da waren schon ein paar Karten drin und da, ihr werdet ja gleich sehen, was ich mir hier gekauft habe. Also, mal gucken. Ich hoffe mal, innen drin ist nichts mit meiner Adresse. Hier habe ich schon abgekratzt. Schauen wir mal. So, da ist der Karton. Oh! Okay. Moment. Auszeit. So, sieht man was? Na, ein bisschen was. Also, was ich mir gekauft habe, zum einen Karten und zum anderen hier so ein Sammelordner. Weil, das ist jetzt nur der Sammelordner, oder? Ne, ist nicht der Sammelordner. Okay. So, sonst nichts drin. Da ist Karton, dann schon mal weg. Klapp. So, hier hätten wir jetzt Stream Heroes Collectors Album. Habe ich mir mal mitgegönnt, kostet glaube ich... Stand jetzt, sprich, was haben wir heute, den 10.11.2021, 15 Euro. Da drin enthalten ist der Ordner sowie, Moment, die einmal weg, sowie 5 von den Seiten hier. Ne? Wer Sammelkarten sammelt, der kennt die Dinger. Jeweils 9 Stück pro Seite. So, mit seitlichem Einschub, das wusste ich gar nicht. Schön. Ich hätte jetzt gedacht, die sind von oben, aber okay. Ne? 9 pro Seite, sprich Vorder-, Rückseite. Hallo Autofokus. Autofokus. Ja, der Fokus will nicht. So. Sprich pro so ein Ding 18 Karten. So. Dazu gab es ja einen ganz tollen Aufkleber. Habe ich jetzt schon 2 von. Hippie. Sowie... eine, ja, Dankeskarte von Stream Heroes. Alter, ich muss mir echt mal eine bessere zweite Cam dafür holen. Der Autofokus ist ja on point, möchte ich sagen. Thank you for choosing Stream Heroes. Your order made our day. We hope you enjoy your product as much as we enjoyed making it. Und hier nochmal Instagram, Twitter. Wunderbar. So, und hier haben wir jetzt die Karten, die ich mir bestellt habe. Die kommen halt in solchen Kartenpacks. Frag mich nur gerade, wieso das nur 2 sind. Oder die sind die alle hier drin? Könnte sein. Ich weiß nicht, ob die jeweils abgezählt werden pro Pack. Ob in jedem Pack zum Beispiel 10 drin sind, whatever.
Ansonsten schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall von zwei Streamern was bestellt. Schauen wir mal kurz rein hier. Und hier oben ist Lasche, könnte aufreißen. Dann holen wir die Karten mal raus. So ist die Rückseite. Ja, ist jetzt nicht Spannendes. Und dann zweites Pack. Ja, ist jetzt leider nicht wie bei Pokémon, Yu-Gi-Oh! Etc. Ich weiß ja, was ich bestellt habe. Also es gibt jetzt keine keine großen Überraschungen. Außer es fehlen noch Karten. Das weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal, dass keine fehlen. Erstmal den Müll noch weg. So. Dann würde ich sagen, ich misch die mal. Alter, der Autofokus ist ja echt zum Kotzen. Ich glaube, den müsste ich mal rausnehmen. Moment. So, Autofokus haben wir mal rausgemacht. Dann mischen wir mal kurz weiter. So. Ja, diesen hier spare ich mir jetzt mal. Oh, da hat man jetzt eine schon gesehen. Ja, den hier, weil ich möchte ihn dann doch nicht zerknicken. Da tut ja nicht Not. So, und dann kicken wir mal. Hier der Ordner. Da die Karten. So, hier haben wir einmal. Ne? Na, wer erkennt ihn? Der Jute Vex. Ich habe mir das Set von Dalu bestellt. Von seiner, von seiner Rapidland quasi. Er war ja mit seinen Kollegen auch da. Also die Karten kriegen wir auf jeden Fall einmal. Ah, dann haben wir hier vom selben Event Tau Tau. Karten hat, wenn ich mich nicht ganz schwer irre, alle, wer ist er denn? Ich glaube The Face auf Twitter und auf Instagram. Heißt er mal nicht so. Und sein Stil gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr geil. Hier haben wir Maxi. Das ist auch das, ja, oder was heißt das? Das Tolle an Beam Heroes, ne? Also wie gesagt, die Karten jetzt, die kosten Geld. Man musste sich vorher craften, das kostet kein Geld. Da muss man nur Zeit investieren. Und ich weiß nicht, ob es grundsätzlich so ist. Aber ich glaube, Dalu hat das so geregelt, dass alles, was an Kartenverkäufen quasi bei ihm reinkommt, gibt er an Fees weiter. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ne, mir persönlich wäre es relativ egal auf gut Deutsch. Freuen würde es mich, aber wie gesagt, ich finde halt den Kartenstil den geil. Oh, dann hier das nächste Event. Das war das New World Start Event von Dalu. Hat er auch ein Set rausgebracht. Mal gucken, die legen wir erstmal zur Seite. Ne, so, hier hin. Die kommen dann woanders rein. Hier ebenfalls New World Start Event. Auch New World. Ihr seht schon, ich habe verdammt gut gemischt. Kann man nicht anders sagen. Ah, hier haben wir ne, die Dalu-Karte, wenn man so will, vom LAN-Event. Und diesmal habe ich auch nicht lange auf die Karten gewartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren. Dann habe ich die bestellt, ich glaube. So, heute ist jetzt Mittwoch. Also jetzt, wo ich das streame und aufnehme und bestellt habe ich die. Also auf jeden Fall nicht letzte Woche. Entweder am Wochenende oder sogar erst Montag. Das weiß ich jetzt nicht 100%. Müsste ich gucken, aber ging auf jeden Fall schnell. Die Karten von der Webbitlan von Trilux, da habe ich. Oh Gott. Also auf jeden Fall über einen Monat gewartet. So, oh, hier haben wir nochmal Karte vom New World Start Event. Ebenfalls New World. Hier haben wir die Julie. Mal gucken, das Album kann ich ja gleich auch nochmal holen. Hier haben wir Kundran. Was Trilux für sein LAN-Event gemacht hatte. Das war so ein Komplettpaket. Ich glaube 30 Euro. Irgendwie auch für ein Album und alle Karten, die gemacht wurden. Hier haben wir den Grants. Hier hätten wir nochmal eine New World Karte. Noch eine New World Karte. Ebenfalls eine New World Karte. Alter Vater. Ah.
Hier haben wir zum Beispiel Dalus Tier 5 Karte. Wie gesagt, für eine Tier 5 Karte braucht ihr 6 Tier 4 Karten. Für eine Tier 4 Karte 6 T3 Karten. Für eine T3 Karte 6 Tier 2 Karten. Und für eine Tier 2 Karte 6 Tier 1 Karten. Ihr könnt euch also vorstellen, ich habe ein paar Stunden zugeguckt. So, die kommen auf jeden Fall auf eine extra Seite. Packen wir mal so hier hin, dass man sie so ein bisschen sieht. Oh, hier ist direkt die Tier 4 Karte. Dann Tier 3. Ne, wie gesagt, ich habe sehr gut gemischt. Meine Fresse. Tier 2. Ja, und Tier 1 kommt jetzt wahrscheinlich nicht. Ich sehe schon kommen. Ah doch. Und Tier 1. Ah, haben wir die schon mal komplett. Ah, dann haben wir hier die Spielerkarten vom New World Event. Einmal wieder Julie. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele das sind, dann könnte ich schon eine neue Seite anfangen. Gucken wir mal. Ah, hier haben wir LAN-Event von Gippy. Nicht von Gippy, ne? Die Gippy-Spielerkarte. Weiß gar nicht, wer war da noch alles mit bei? War Items da auch mit bei? Ach, natürlich, Chigo. Ohne T am Anfang. So, Seitenwechsel. Dann haben wir hier nochmal die Dalu-Karte. Dann nochmal eine New World-Karte. Hier aber noch ein paar New World-Karten kommen jetzt. Also vor allem Spielerkarten. Haben wir Vertrag. Hier haben wir Gippy. So, die können wir schon mal separat legen. Dann Dalu. Und hier, siehst du, Dardosch, stimmt. Der fehlte ja auch noch bei dem Event. Stimmt. Nee, halt. So rum. So, wie gesagt, das sind einmal das komplette Event. Sind 9, 10, 11 Karten. Dann hätten wir das New World Event. Mache ich das jetzt gleich dahinter? Machen wir. Das heißt, packen hier einmal Dalu rein. Dann die Julie. Den Gippy. Dann die in Anführungszeichen normalen Karten. Ja, wie gesagt, sind auch alle von Es gezeichnet, wenn ich mich nicht schwer irre. Und mir gefällt, wie gesagt, der Stil gefällt mir halt total. Den mag ich richtig gerne. So, dann machen wir. Was staubt denn das hier so voll? So, Dreierkarte. Dann schauen wir mal. Wir haben hier. Haben wir hier noch irgendwo so spezielle Waffen oder irgendwie sowas? Nee, ne? Okay. Ansonsten die Karten. Ich kann sie ja mal vergleichen. Hier ist zum Beispiel, hier habe ich noch liegende Digimon-Karte. Die Karten haben auf jeden Fall ein anderes Format. Die sind. Auf jeden Fall länger. Ja, sieht man's? Ja, hier sieht man's, ne? Unten liegt sie jetzt an. Aber dafür nicht so breit. Ja, und die Digimon-Karten, die sind. Jetzt überlege ich gerade, die müssten die Maße von Pokémon zum Beispiel auch haben. Also nicht, nicht das japanische Format wie Yu-Gi-Oh! Von daher ist das hier mit den Toploadern halt auch ein bisschen, Toploadern mit den Sleeves an sich ein bisschen, naja. Also ich hätte zumindest keine, die passen, und ich glaube auch, die kann man auch graden lassen, zumindest zu AP-Grading müsste man die hinschicken können. Und ich glaube, Trilux hatte das einmal im Stream gesagt, die haben mittlerweile auch Cases dafür, für diese Karten, für dieses Format. Nagelt mich da aber nicht drauf fest. Mal gucken, das Trilux-Set, also will ich mir eigentlich auch noch holen.
Da fehlen mir aber noch ein paar Stunden, die ich gucken muss, bevor ich die Karten voll kriege. So. Das. Nächste Seite. Ist auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt, von der Seite reinzuführen. Wobei ich das eigentlich besser finde, aber meine bisherigen haben alle nur, oder kann ich alle nur von oben befüllen. Meine normalen Sammelkarten habe. So. Und wie gesagt, das ist halt, ja, eine kleine Möglichkeit, euren Streamer noch zu unterstützen, in Anführungszeichen. Also gut, ihr guckt ihn halt, kriegt dafür die Energie, so davon hat er erstmal nichts. Wenn ihr die Karten dann kauft, ja, okay. Davon hat er was. So. Okay, und dann hätten wir noch das normale Kartenset. Wie gesagt, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 und Tier 5. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Da fange ich aber zumindest eine neue Seite für an. Ne, die drei hier, gut, die lasse ich dann erstmal frei. Das ist dann halt so. Aber die möchte ich schon zusammen auf einer Seite haben. So, Tier 1. Tier 2 Karte. Tier 3. Tier 4. Und die... Na? Oh, nee, halt, warte. Oh, was mache ich denn hier? Das ist ja die Dreierkarte. Das hier... Alter. Völlig durcheinander. Bin ich denn bei der hier auf die 3 gekommen? So, 5. Und hier haben wir die 3. So, ne, da sind sie. Das sind die, für die am meisten Zeit drauf gegangen. Und wie gesagt, also ich finde die Karten halt schick. Mir gefällt der Stil. Ich weiß gar nicht, wer die noch alle hat. Also ich glaube, ich weiß gar nicht. Julie hat, glaube ich, ein Set. Hat Franzins, also Lunatic. Könnte sein. Also ich hatte mich nur kurz schon mal umgeguckt, wer alles noch sonst noch ein Set hat. Mal schauen. Also der Rest irgendwie, ob das jetzt nun mal Rocket Beans, Pizmeat, Gronk. Und hast du sie nicht gesehen? Also die haben keins oder hatten zumindest keins, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und ich würde sagen, ich hole noch mal kurz das Set von Trilux von der Rapid LAN. Kleinen Moment. Ja, hier ist das. Wie gesagt, habt ihr schon mal gesehen, wenn er mir auf Twitter bzw. Instagram folgt. Oh. Da waren insgesamt, wie viel sind denn das? 9, 18, 27, 36. Nee, Quatsch. 6, 12, 18, 24. Ich habe heute einen Mist. 24 plus die 6, 30 Karten dabei. Plus dieses Sammelheft. Ich habe was extra für Trilux, zumindest halt ne, gedruckt, beschriftet wurde. Und hat, wenn ich das jetzt wüsste, 20 oder 30 Euro gekostet. Kann man jetzt auch sagen, ja, ist das mal viel Geld, aber gut. Na, als Sammelkartenfan gucken wir mal, was es wird. Die Karten haben sie allerdings selber gemalt. Sieht man zum Teil leider auch. Naja, also die sind jetzt künstlerisch vielleicht nicht so hochwertig, um mal hier den Trill zu nennen. Aber ich sag mal so, ich könnte es definitiv nicht besser. Und wo ist denn einmal hier? Die finde ich schön gezeichnet. Dann ihr von Lunatic. Ja, ist von... Also der Stil, sag ich mal, wäre jetzt auch nicht so meins, aber finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber wo ist denn... Hier. Die Karte finde ich geil. Die ist schön gezeichnet, finde ich. Die ist schön geworden, finde ich. Und hier, wie gesagt, noch, und hier sind noch ein paar Karten von seinen Partnern, die Rapid LAN mit finanziert haben, etc. pp. Und die haben leider,
also warum auch immer, das finde ich ein bisschen schade, einen Platz mehr im Album gehabt. So, dann gucken wir mal. Das ist der Beginn meiner Stream Heroes Sammlung. Mal gucken, was da noch draus wird.